Ja, liebe Leute, damit erstmal herzlich willkommen hier zum Livestream hier von mir, Bravura. Und zwar von Railroads Online. Lang ist es her, dass ich einen Livestream von Railroads Online gemacht habe. Oh, schön ist es wieder. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß, dass wir jetzt endlich mal wieder zusammen ein bisschen bauen und quatschen können. Und ihr seht schon, eine kleine Erneuerung, die habt ihr seit der Folge 6 noch nicht gesehen. Ich habe mir eine neue Lok gegönnt. Und zwar ist es eine der neuen, die von dem neuen Update gekommen ist, aber mittlerweile schon ein paar Wochen raus, ist wie die Lok Nummer 2 mit dem Namen Bravura. Ja, das Save, was ich jetzt hier habe, das ist Stand Folge 6, was vor kurzem rausgekommen ist, und ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich nicht weiter war, denn ich bin irgendwie im Baulust, aber ich dachte, den nächsten Abschnitt und die nächsten Folgen, die baue ich mit euch zusammen und gehe auch auf euer Feedback ein und ja, mal gucken. Also der Punkt ist der, wir haben ja in Folge 6 ein bisschen die Strecke gebaut, runter zu der Schmelze, und das war ja vor allem ein bisschen mit den Stahlbrücken, aber das war das Einzige, was ich bauen könnte. Und ich habe ja in der Folge gesagt, das wird erstmal eine zweckmäßige Strecke und Hauptsache wir können erstmal runterfahren. Und ich bin so ein bisschen im Cringe mit mir selber, ob ich das wirklich so lasse. Oder ob ich das jetzt im Livestream nicht komplett umbaue und so baue, wie ich es eigentlich haben will. Und das wird dann heißen, dass ich dann Holzbrücken baue mit Stützen und dann irgendwie auf das Plateau dann hinkomme, wo ich eigentlich hin will. Oder wir bauen es halt erstmal fertig, dass wir erstmal unten sind und dann bauen wir um. Irgendwie so, weil jetzige Strecke gefällt mir halt irgendwie so gar nicht. Also nee, ich will da Holzbrücken haben, ich will das irgendwie halbwegs realistisch haben. Und so wie es jetzt ist, ist es ein bisschen mehr. Weil vor allem am Anfang, bei der ersten Hauptbrücke, gehen wir erstmal nach unten und damit dann knick wieder nach oben. Das sieht halt scheiße aus, finde ich halt. So, mein Ding erstmal. Also wir werden auf alle Fälle viel bauen. Wir werden erstmal nach unten kommen und dann mal gucken, ob ich es halt umbauen werde. Als erstes Mal will ich erstmal eine Lastfahrt machen, schauen wie das ist, und wir werden hier die Lok Nummer 2 nehmen, wir werden hier an diese Wagen da hinten ankoppeln und dann erstmal nach unten brausen, und da werden uns ein paar Bäume ein bisschen den Weg versperren, da müssen wir ein bisschen aufräumen, weil ich habe die Strecke noch nicht frei gemacht. Und ja, so erstmal der Plan. Das erste, was ich erstmal mache, ist, ich will den Live-Chat ein bisschen anders machen. Wenn ich da ein bisschen eher den Chat sehe. So, passt. Okay, fangen wir mal an. Hier brauchen wir mal das. Das passt hier. Drin. Passt auch. Gut. Also den einzigen Cheat, den ich anhabe, das ist hier mit dem schnell rumlaufen, weil das ist echt praktisch, gerade beim Bauen. Ansonsten habe ich kein Cheat an. Södele. Gehen wir mal mit F mal hier raus. Und ich will eigentlich nach hinten, nicht nach vorn. Das Segment davon ist noch nicht so geil. Also ich hätte auch gerne irgendwie so einen Buffer davon, dass wir da nicht hier über die Weiche drüber fahren. Die von Dresden, Leipzig. Nee, heute erstmal nicht. Cool, dann schauen wir uns mal kurz die Bremsen an. Angezogen. Ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Du. Auch angezogen. Sehr gut. Dann die Wagen mal richtig gut gesichert. Fehlt nur noch das hier. So, die hinteren Weichen sind eh egal. Hier können wir auffahren. Wobei, wir könnten es richtig machen und die auch richtig legen, aber ich bin mal faul. Hast du genug Brennholz und Wasser dabei? Also Brennholz, glaube ich, reicht erstmal für die kleine Fahrt, die wir machen.
Und Wasser sowieso, weil die Lok ist relativ neu. Gehen wir nochmal kurz rein. Ja, Waterlevel 1831. Ah, das wird schon passen. Dann können wir ein bisschen schummeln. Okay, und Abfahrt. Bitte gebt mal Bescheid im Chat, ob die Musik zu laut ist oder nicht zu laut, beziehungsweise auch das Spiel. Und auch ich. Ich mache das Ganze über Restream, also Twitch und YouTube zeitgleich. Aber ich denke mal, es sollte passen. Und im Hintergrund einfach ein bisschen Classic Country, kann auch dann auf modernes Country wechseln, je nachdem. Wo er sagt, das hätte sie lieber. Aber auf alle Fälle Country. Das passt zum Setting. Nicht so laut. Ja, das freut mich. Kurz das Mikrofon anders positionieren. Und da haben wir ein paar Frame Drops. Also nur ein bisschen zur technischen Backstory hier. Ich mache das Ganze mit einer 4090. Und ich weiß nicht, ob ihr das im Stream seht, aber links oben sollte man vielleicht mal den Spieler Vollbild bringen. So, da. Wir haben momentan 30 FPS und Drops teilweise zu 28 FPS und das mit einer 4090. Es gibt keine schnellere Grafikkarte. So viel zur Optimierung, ne, das man gesagt hat. Für Zukunfts-YouTube, das ganze Video und den ganzen Livestream gibt es dann natürlich in 4K. Aber Livestream ist erstmal in Full HD. Möchte da vorne noch geradeaus. Dann runter. Und hier hätte ich gerne das Licht an. Cool. Ja, dann sind wir erstmal abfahrbereit. Und los geht's. Das finde ich schon hart. Ich meine, es ist literally der einzige Zug auf der ganzen Strecke. Also wir haben noch eine zweite Lok mit der Betsy. Aber jetzt fängt es schon an, dass er kleine Frame Drops hat. Unter 30 FPS. Aber ja, ist was ist. Also Rayverse Online und ich mit den Frames. Das ist ein ewiger Kampf. Wir müssen schauen, dass wir da unten nicht zu schnell sind vor der nächsten Weiche. Weil ich weiß nicht, wie die gelegt ist. Weil ich will nicht zum Depot zurück. Wir könnten eigentlich auch so fahren, aber to be on the safe side, wir fahren erstmal so. Übrigens indirekten Nachfolger von dem Tool von Mini-Zwerg. Ich habe das bei mir auf dem Discord-Server schon teilt. Da kann man sich das Savegame hochladen und da sieht man Gott sei Dank die neuen Splines. Mega nice. Ich hoffe, das kommt nochmal für Rayverse Online Extended. Dass man das dann auf der Minimap rechts oben sieht. So, das passt. Wir fahren schon mal den richtigen Weg. Muss ich nur noch aufpassen, dass dann keine Bäume da irgendwie auf dem Weg sind, weil ich habe nicht alles geklärt. Schreibt doch mal ganz kurz einen Daumen nach oben in den Chat, wer von euch Episode 6 gesehen hat. Weil ich weiß, wer auf dem gleichen Stand ist wie ich. Oder wer jetzt gerade einfach so aus Neugier eingeschaltet hat.
es bei RRO nur diese Map oder auch andere? Also es gibt nur diese eine einzige Map. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ach, hier könnte man eigentlich auch noch weiterbauen mit dem Depot hier. Ah, da gehen die Frames wieder nach unten. Ich bin glücklich. Also Leute, wenn es mal ein bisschen laggt, das bin nicht ich. Das ist einfach das Spiel. Aber wenn ihr selber spielt, geht es ja das ja nur zu gut. Also ich muss sagen, die Kurven habe ich echt nicht gut getroffen. Und hier, das mit dem Abstellbereich davon, da bin ich mir überlegen, ob ich den hinteren Teil nochmal neu mache. Weil den vorderen habe ich nach einem ganz neuen Konzept gebaut. Und das sieht schöner aus wie der hintere. Ich meine, es ist okay, so wie es ist. Ich bin so ein bisschen ein Perfektionist. Und erstmal schön Weichner aufbauen. Ah, oh, das wäre vorher noch nie gegangen. Es ist so ein Luxus. Also gerade das Ganze, das kann man richtig schön in der Kurve mehr reinmachen, damit wir hier diesen Winkel nicht drin haben. So, aber ab jetzt muss ich nach vorne schauen. Denn das alles hier ist Neubaustrecke. Sieht schön aus. Bin zufrieden. Eventuell ist es schlau, dass wir vorne mal kurz anhalten und erstmal nach vorne laufen und die Bäume wegmachen. Ah, wisst ihr was? Das machen wir vielleicht. Ich sehe da gerade schon mal den ersten Kandidaten. Brems mal bitte. Oh, bitte lass mich nicht kreisen. Sehr knapp. Okay, wir steigen mal aus. Wir werden erstmal hier das Abholzwerkzeug ausrüsten. Ah, ich glaube, du kommst weg. Ja, da fängt es dann schon an. Okay, ihr alle weg hier bitte. Hat sogar einige. Jo, das war eine gute Idee von mir. Einer der wenigen. Tschüss, Baum. Der kommt hier auch noch weg. Das sind normalerweise die Parts, die ich in Episoden wegschneiden würde. Auch im Livestream. Seht ihr das natürlich alles. Du kommst auch weg. So wie auch du. Und du? Kommst du weg? Ach nö, jetzt muss ich wegen dir nach unten hier. Schön. Da können wir eigentlich gerade hier unten bleiben und den Rest hier wegmachen. Ja,
Ja, auch du kommst hier weg. Also ich prophezei schon mal, diese Brücke hier aus Holz zu machen, das wird ein mega Pain werden. Aber jetzt, wo ich das hier von unten so sehe, habe ich vielleicht eine Idee für die Stützen. Ich habe mir ja in den letzten Episoden der Falle mit dem X geholfen, um zu sehen, wohin ich eigentlich muss. Ich könnte es eigentlich auch hier platzieren, um zu schauen, dass ich hier da diese Steinmauern hinmache. Dass wir hier auf die höhere Ebene hinkommen. Das wäre ein Versuch wert. Also sprich, gut, mit der Brücke geht es ja schon auch nicht. Aber dass ich zumindest so ungefähr erstmal mir das hinplatziere, wie ich es brauche. Und eventuell ziehe ich das mit der Steinmauer komplett durch, aber in kleinen Segmenten, und kann dann die Segmente löschen, damit ich dann wie so eine Durchfahrt habe. Ah, so viel zum Ausprobieren. So, aber erstmal die Bäume weg. Mit das hier erstmal. Ich glaube, was meine Zuschauer, soll ich erstmal weiterbauen oder soll ich hier versuchen, die Brücke so zu bauen, wie es eigentlich gedacht hat, dass man hier auf das höhere Plateau kommt, damit wir eine schönere Strecke haben. Was meint ihr? Das hier neu bauen oder Strecke fertig machen? Kommen wir hier rechts erstmal. So, wo ist unsere Lok? Das ist da hinten. Weiterbauen wäre schon mal das erste Kommentar. Ja, erstmal Strecke fertig machen. Okay. So, dann fahren wir mal vor. Haben wir gut ein bisschen Last dahinter. Mal schauen, wie sie darauf reagiert. Ich meine, das hier ist ja noch halbwegs eben. Und erst auf der Brücke geht es dann ja mit 4% nach unten. Erstmal Schalli fertig machen, dann kannst du immer noch mal. Ja, das ist wohl wahr. Moin Josh! Schön, dass du da bist. Ah, ich glaube, der Baum hier muss auch noch sterben. Wird uns nerven? Na, nervt uns nicht. Dankeschön. Doch, der wird noch weggehen. Bisschen schneller darf es gern sein. Ja, und der geht auch noch weg. Ich werde mal versuchen, in der Mitte von der Brücke anzuhalten. Zu schauen, ob ich da einen schönen Screenshot hinkriege. Es hat schon was, die Brücke, aber es ist einfach nicht so geil. Es wäre richtig schöne Holzbrücke, die dann hier links und rüber geht. Oh, oh shit. Da merke ich das Gewicht. Ich bin voll in der Bremse. Oh, holy shit. Holy shit. Bitte bremst, bitte bremst. Ich werde schneller. Nein! Oh, was zum... Ja, so bremsen, ne, ist nicht.
Okay. Also wenn wir dann später mit einem längeren Güterzug fahren, wird das nur spannend, weil... War ich gerade voll in der Bremse. Das ist... Ach, hier das Gleiche. Hier geht es mit 4% wieder nach oben. Und das ist auch der Knick, der mich so unglaublich stört, dass wir hier nach unten fahren und dann wieder nach oben. Und die Brücke sieht nicht schön aus. Es geht viel schöner, aber ich bin voll in der Bremse. Ich zieh mich einfach nach hinten. Was zum Teufel? Okay. Darf ich die Brücke kaputt machen? Die steht so einsam im Wald rum. Ja, das darfst du kaputt machen, wenn es dann soweit ist. Aber erstmal brauche ich noch die Strecke. Aber wow, die Bremse ist einfach total für den Arsch hier. Also. Wow. Und für alle, die das interessiert, also ich spiele mit der Einstellung realistisch. Also das Schlimmste von der Physik her. Aber der Knick, der ist so scheiße. Okay, also. Schwerer Güterzug hier voll mit der Bremse angezogen runter und dann hier wieder rauf. Ich bin mal gespannt, ob ich hier überhaupt anfahren kann. Gehen wir mal kurz weiter wegen den Bäumen. Ist dann sowieso. Okay, ich werde mal Folgendes prophezeien. Wenn ich hier mit der Lok jetzt hier rauf fahre zum Testen, versuche hier anzuhalten und mit der Lok hier wieder nach unten fahren. Das, soweit ich es doch im Kopf habe, sind das ebenfalls hier 4% durchgehend. Hier dann bitte nach unten. Ich glaube, das wird nichts werden. Probieren wir es mal. Ja, dann fahren wir nach oben hier. Also Anfang klappt schon mal. Ah, ich nehme es zurück. Wir werden langsamer. Also so sehr viel schwerer darf der Konvoi hier nicht werden. Also wenn, dann hier mit Schwung rauf. Also ich würde mal sagen, hätten wir jetzt hier noch zwei Wagen mehr drauf, dann war's das. Und jetzt irgendwie halbwegs sauber davon anhalten. Na ja, komm, ein bisschen geht noch. Doppeltraktion wäre jetzt was Schönes. Okay. Maximum Braking. Und geht's nach hinten? Ich hab's gewusst. Geht nach hinten. Dann haben wir hier mal die Handbremse rein. Wobei andererseits... komme ich jetzt eh nicht mehr raus aus dem Wagen. Sollen die erstmal nach hinten rollen? Alles klar. Vorhersehbar. Also hier anhalten ist nicht. Ciao. Bitte tut euch in Gleisen. Ja, vielen lieben Dank fürs Abo. Bleibt hier stehen da hinten. Jo, sieht gut aus. Ja, dann bauen wir erstmal weiter. Wir wollen ja da bis zu dem Wasserfall kommen. Das heißt, hier erstmal entlang. Die Strecke nochmal angucken. Jetzt so ein bisschen nach oben. Hier ist es flach, geht ein bisschen nach unten. Da geht's mega nach oben. Ich glaube, wir bleiben hier unten.
oder auch nicht, weil das hier aufhört. Da ist der Wasserfall. Ich muss mir da mal ein paar Hilfen platzieren. Einfach mehr so als Guideline. Das Plateau hier auf. Das hört dann hier auf. Ja, wenn wir hier eine schönere Kurve machen, das steht nicht so heftig. Hier so ein lang und uns sollten wir eigentlich auf der Strecke kommen. Okay, wir müssen da ein bisschen mit Steinfundamenten arbeiten. So, Zirkelmodus. Lass mal kurz gucken, wenn wir jetzt hier geradeaus weiterfahren. Eigentlich mit einer echten Kurve arbeiten. So, Schiri, wo bist du? Hier, was machst du? Warum ist sie bei 0 hier oben? Und wenn ich einen Wickel mache, ist sie wieder unten. Hä? Hier dann wieder eine Steigung. Wo ist der Scheitelpunkt? Der ist ungefähr hier. Wir brauchen 500, also ein Radius von 580 Meter, dass wir hier sind. Moin Elias! 580 Meter bei einer Steigung von 1,5%. Ich baue es mal ganz kurz, um mir das mal hier anzusehen. Das heißt, das wäre hier Steinsegment. Andererseits haben wir jetzt hier Kurve auf Kurve und Kurve auf Kurve machen wir nicht, sondern auf Kurve kommt eine Gerade und dann eine Kurve. Okay. Machen wir hier erstmal weg. Gehen wir erstmal hier mit 0, dass wir hier gerade sind. Aber 1,5 können wir drin haben. Oder auch nicht. Ich lasse es mal ganz kurz weg, dass wir hier wirklich gerade sind. Länge her. Ah, das sieht auch hier wieder so hässlich aus. Von den 4% auf 0. Das wird auf jeden Fall neu gebaut. Das ist erstmal nur funktional. Eine schöne Strecke. Wie geht's so? Ja, du. Soweit eigentlich ganz gut. Ich hab Freude am Bauen hier. Damit das halbwegs realistisch ausschaut. Okay, Kurve gerade und dann wieder Kurve. 580 hatte ich drin. Jetzt ein bisschen enger werden. Nachdem ich jetzt hier die Gerade drin habe, gehen wir mit 550. Steigung von... Mal schauen, 1 reicht nicht. Ja doch, 1,5. Bis ungefähr... Hierhin hätte ich jetzt mal. Wobei, machen wir es mal bis
Folge hin. So, hier kommt es erstmal weg. Ja, schön ist was anderes. Gehst du sogar... Also es sieht so aus, als würde jetzt hier nur wieder nach unten. Also da jetzt ganz ehrlich. Das sieht nicht schön aus. Vor allem... Hast du hier den Knick nach unten? Das ist wie so ein Durchhänger. Du hast hier den Scheitelpunkt, dann ist gerade und dann geht's nach unten. Nee, also das ganze Segment wird neu gemacht. Das ist total für den Arsch. So, du kommst auch weg. So, und da machen wir mit dem normalen Gleis weiter. Weiter bis mit dem Kurvenanfang recht früh anfangen. Ich würde mal sagen, so ab hier. Mit der Steigung auf. Mal schauen. 200, das wäre zu weit. Gehen da rüber und wir gehen dann hier oben. Das wäre aber eigentlich auch wieder ein Fall vielleicht für eine kleine Holzbrücke. Und die Schiene versinkt. So kann ich eigentlich nicht mal den einer Increments Höhe verstellen. Ach, mit 0 wäre es jetzt wieder okay. Bis da vorne. Ich glaube, wir gehen mit weiter außen. Radius 200 Meter, ein Gefälle von 0. Machen wir hier eine Holzbrücke hin. Wohin, Vadim? Okay, was nehmen wir da? Nehmen wir die Brücke hier. Ich meine, es ist jetzt eh egal, nach dem es ja nur funktionell ist. Ich dann eh neu bauen werde. Dann haben wir hier den Höhenunterschied erstmal geschafft. Der Abstieg wird dann lustig. So, die letzten Bäume hier hinten noch. Bei Fahrt. Und da ist soweit frei. Gut. Ja, wobei, du kommst da noch weg.
Damit ich mich kenne, werde ich die ganzen Bäume eh nochmal neu pflanzen lassen. Damit ich dann wirklich nur das weg habe, was ich auch wirklich brauche. So, die Markierung, Entschuldigung, ist da vorne. Kann ich da mal kurz gerade fahren? Geht das? Von der Höhe her passt es. War nicht mal so schlecht getroffen. So. Weil wir gehen mal mit 0,5 nach oben. Kommt noch mal eine Kurve. Wir können hier bei 0 bleiben. Nicht schlecht. Da vorne ist der Wasserfall. Ich werde jetzt bewusst weiter hinten über den Wasserfall gehen, wenn ich dann hier für den Abgang mehr Radius und Spielraum habe. Kann man eigentlich eh hier gerade bleiben. Aber das mit den, mit den Bäumen ist eh überflüssig. Wenn ich es neu bauen muss, dann habe ich es umsonst gemacht. Wir machen da mal die hier. Einmal drüber. Wie sieht das aus? Ja, ich würde mal sagen, kann man gelten lassen. Ist ein bisschen dunkel, die Brücke hier. Aber passt. Wollen wir jetzt weiter bauen. Und tschüss nach unten. Ich glaube, das ist hier schon der Knick nach unten. Da habe ich aber nicht sehr viel Spielraum. Wo ist die Auffahrt? Die hier. Ja, das ist dieses kleine Ding, wo hier die Strecke nach oben geht, und hier geht die Brücke noch auf die andere Seite. Was würde zum Wasser von hier mit 0,5 hochgehen und etwas höher über den Fluss gehen? Noch höher. Ja, warte, wir schauen uns das gleich mal an. Machen wir erstmal eine Markierung von hier weg, damit ich weiß, wo das ungefähr ist. Aber mit dem hier wieder. Denn hier ist es relativ offensichtlich, wo es lang geht. Aber trotzdem. Oh, Bäume! Schadet nicht, wenn man das hier ein bisschen vormarkiert. Komm. Dann irgendwie hier so entlang. Also ich glaube, das wird mehr als 4% sein hier. Sind wir hier auf dem Plateau, da geht es noch ein bisschen nach oben. Idealerweise. Auch vielleicht nochmal Klick nach vorne. Dann eine ganz große Kurve hier irgendwie rüber. Oh, das könnte sich relativ gut ausgehen. So, schauen wir uns die Brücke mal an. Würde zum Wasserfall hin mit dem Wolf hochgehen und etwas höher. Also wenn ich mir das so ansehe, nachdem es dann da vorne gerade wieder. Also einerseits, hier kommt dann sowieso. Wo ist das Gleis? Hier ist das Gleis. Hier kommt dann, glaube ich, eine Weiche erstmal hin, dass wir geradeaus fahren können. Für die Mine vor uns.
rechts nach unten und weiter vorne doch mal die Weiche, dass man zu der zweiten Mine raufkommt, irgendwie so. Und weiter hinten dann, aber das ist dann Zukunftsmusik, nochmal den Anschluss von der Weiche, die was weiter rechts ist, nach da vorne rauf. Klingt jetzt voll kompliziert, aber weil ich jetzt ein bisschen Ravers Online länger gespielt habe, weißt du, was ich meine? Weiche nach rechts. Den wir die ja nicht anpassen können. Oder noch nicht. Dass wir mit dem Winkel gucken. Kurz halbwegs ausgleichen. Das wäre dann so. Ab da geht es dann so ungefähr runter. Also dann ist die Weiche ungefähr hier. Hier so. Plus minus. War jetzt da. Tun wir mal bauen. Mich eh wundern, wenn ich das im ersten Anlauf hinkriege. Weiche. Es könnte klappen. Dort da nach unten. Bleib mal kurz da hinten auf, weil sonst vergiss ich es nur wieder. Ihr kommt's weg, ihr kommt's weg. Das. Ich dich gelöscht, ohne dass du die... Oh, danke. Ah, ich bin Schuss auf mich. Augenmaß ist gar nicht mal so schlecht. Holy shit! Aua! Das tat weh! Aua! Was war denn das jetzt für ein Alarm? Ich sehe es gerade nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf Twitch gucken. Ja, der Yoshi. Genau das Zughorn. Typisch. Entschuldigung, alle. So. Da hinten hat es noch eins. Ja, ich glaube, du bist nicht der Einzige, der gerade erschreckt ist. Danke an Yoshi. Das mit den Bäumen lasse ich mal. Für den Fall, dass ich das hier versetzen muss. Ich meine, der obere Teil wird dann weitestgehend gleich bleiben. Eventuell wird sich der Winkel leicht ändern, wenn ich mit einem anderen Radius reinkomme. Die erste Bergstrecke, die ist. Nee, das gefällt mir nicht. Gebaut werden. So, Talfahrt. Das wird jetzt witzig. Gehen nicht mal mit einem 1er, gehen wir mit 10. Wobei. Können wir ganz kurz auf 0 gehen. So, dann sind wir jetzt wieder auf 10er Schritte. Kurvenradius 200. Wenn ich den mache, wo komme ich denn hin? Nicht dahin, wo ich hin will. Dann machen wir es mit 100. Das ist schon mal annähernd die Richtung, wo ich hin will. Oh, und da geht's runter.
Mal kurz experimentell, wenn ich mit 100 weiterfahren würde, wo komme ich dann ungefähr hin? Da schieße ich voll am Ziel vorbei. Jo, das muss ich neu bauen. Früher anfangen. Aber das wird ja heißen... Es wäre schlauer, wenn ich vorher eine Kurve mache und hier mit einem anderen Winkel reinkomme. Das werden wir jetzt auch mal machen. Mal schauen, ob das ab hier reicht. Können wir eigentlich gerade ab hier machen. Dann haben wir jetzt hier eine Kurve mit 100. Von da mal wieder gerade. Ist das schlau? Das ist gerade voll nicht abschätzen. Der Einfahrwinkel ist jetzt ein anderer. Ich mach erstmal kurz nach Trial and Error hier die Brücke. Dann die Weiche nach rechts. Ah, ich glaube, das reicht nicht. So, und jetzt nochmal den Radius mit 100. Okay, das wird mir mal wieder eine Brücke hier, aber wo geht's weiter mit 100? Bisschen nach unten gehen. Es könnte sich ausgehen. Aber das ist noch nicht ideal. Andererseits, lasst uns das mal probieren. Ich glaube, das könnte sich gerade noch ausgehen. Wo ist die Weiche? Hier. Also, wir fahren erstmal hier bei. Wobei, wir sind hier wieder im Gras drin. 5,1. So wird es mal besser gefallen, dass wir hier oben sind. Dann mit Stein hier nach unten. Prozent. Prozent auf 2% vielleicht. Sieht dann der Knick hier hinten aus? Das ist fast nicht sichtbar. Okay. Kommen wir hier mit dem ganzen Mann. Shit. Jetzt hat er mir hier einen Kontakt hingesetzt. Kann ich das neu bauen hier? Bitte nochmal. Nach wie vor minus 2. Oh,
Oh wow, das ist echt eng hier. Nachdem es hier nach oben geht, wär's hier noch unten. Holy shit. Ich brauche ein Stück gerade jetzt. Gehen wir mit der Kurve weiter, dass wir ganz kurz schauen. Hatte ich mein gerades Stück. Moin, Catchers. Was war das maximale der Gefühle? 6%, ne? Aber angenommen, ich gehe damit 6 runter. Winkel 200. 150 wird es auch tun. Wobei, gehen wir mal in Einserschritten. 100 Einserschritten. Ja, 4% hatte ich auch so im Ding, aber ich meine, gerade wenn man es auf die erste Mine rauf macht, schafft man es ja eh nicht mit 4%, weil da hat es ja dieses eine Stück, wo du ja, glaube ich, mindestens mit 6% drüber düsen musst, wenn du es nach dem machst, wie es ja die Developer gemacht haben. Aber ich meine, hier 4%, das geht nicht, weil da bin ich hier mega hoch. Ich meine, wenn ich hier was runterbringe, ist ja jetzt eh nicht so das Problem. Aber wenn ich hier was raufbringe, dann ist es ein Problem. 5%. 5% ist auch so hoch. Ich meine, ich könnte es probieren, aber das sieht halt scheiße aus. Und wenn ich dann 6% mache... sieht das irgendwo schöner aus. Da vorne kann ich aber nicht tiefer werden. Boah, sieht die Scheiße aus. Jetzt sehe ich es gerade erstmal mit dem Knick hier. Kann ich hier früher irgendwie tiefer werden? Das ist alles irgendwie die gleiche Höhe da. Jetzt oder höher. Könnte höchstens mit dem Winkel da noch weiter runterkommen. Warum hast du überall Kreuzungen liegen? Ah, das ist für mich eigentlich nur ein Referenzpunkt, wo ich mit der Strecke so ungefähr hin muss. Das kommt dann wieder weg. Ah, meine auch. Aber 4% plus wird aufwärts schwierig. Ja. Ich muss mal ganz kurz bauen, aber das sieht einfach scheiße aus. Von 0 auf... Ich glaube, also rein für Schönbau muss man, glaube ich, irgendwie so mit 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4% machen. Weil sonst hast du diesen mega hässlichen Knick in der Schiene drin. Das sieht nach nichts aus. Ich kann mal versuchen, ob ich hier irgendwie ein bisschen spielen kann, hier mit der Gerade. Wobei, jetzt weiß ich auch nicht mehr den Radius von der Kurve hier, ne? Das war ja... Ja, das konnte ich gerade wieder neu machen, weil ich weiß den Radius nicht mehr.
das ist ja auch noch eine Kurve. Hier runter zu kommen ist irgendwie doof. Immer im Boden drin. ...162 Meter. Wo kommen wir mit dem Radius hin? Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Ah ja, das war ja viel zu viel. Machen wir kurz minus 100. Kommst du von der Schweiz? Nein, ich wohne hier nur. Ich bin eigentlich ein waschechter Tiroler. Das 100. Okay, probieren wir mal minus 1% und Radius 100. Hi Dominik. Ich hab so das Gefühl, ob wenn ich mir das hier so ansehe, mindestens 1% läuft hier nicht. Höchstens minus 0,5, aber Radius bleibt erstmal bei minus 100. Okay, Steinfundament. Mach mal hier mit. Lass mich jetzt hier bitte nicht entgleisen. So. Plus 0,1, minus 1. 1,5. Vom Knick her aus. Das ist nach wie vor sichtbar, aber jetzt nicht so heftig wie vorher. So 1,5 minus 2,5. Ich glaube, langsam sind wir an einem Niveau, wo ich sage, jetzt passt es dann. Findest du die Schweiz schön? Ja, soweit schon. Sonst wäre ich ja wohl nicht hier. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen runter. Sagen wir minus 3,5. Oha! Das wäre sogar zu viel. War minus 2,5. Sogar ein bisschen oben bleiben. Alles klar. Ja, dann machen wir hier mal ganz kurz die Gerade und dann geht's wieder nach unten. Hey, du bist Schweizer. Von wo aus der Schweiz kommst du denn? Ich selber bin in Zürich. So, null. Hi Stefan! So, und hier geht es dann halt mega nach unten. Also schauen wir uns das mal hier an. Wir haben jetzt keinen großen Knick hier drin. Aber hier geht es dann nach unten. Das war jetzt alles Radius minus 100. Cool, endlich einer, der das spielt. Ich spiele es tatsächlich seit über einem Jahr. Das ist kein neues Spiel für mich, aber es gab da doch irgendwie so seinen Down-Moment.
Ja, ich spiele es momentan auch solo. Aber Multiplayer kommt dann wieder. Momentan bin ich eher gerade am Bauen beschäftigt und da kann man momentan nicht sehr viel Multiplayer machen. So, jetzt hier runter. Wieder in der Kurve. Wird es tun. Probier das jetzt mal in Segmenten, damit das nicht so heftig ist. Minus 2,5. Minus 4,5. Ja, wieso hast du jetzt jede Menge andere Sachen drin? Was meinst du damit? Ich sehe die Frage nicht so ganz. Vadim, du musst auf Deutsch mit mir reden oder schreiben oder auf Englisch, aber das kann ich jetzt so nicht interpretieren, was du gerade schreibst. Baumenü. Also ich spiele momentan die Beta. Also die Beta von der Beta, wenn man so möchte. Nicht das, was auf dem Public Bench gerade ist. Hier auf der Beta hat es das Blinds Update. Damit baut sich einfach viel schöner. Ach, schaut mal, da ist der Übergang viel schöner. Es hat immer noch einen mega Knick, aber es ist schöner. Wenn ich jetzt mit dem Radius weiterfahre, halbwegs richtig. Vadim, schreib bitte auf Deutsch oder Englisch. Da war ich sehr froh. Ich muss irgendwie hier reinkommen. Ich darf aber nicht. Ich darf nicht über 6 kommen. Wir machen hier ein Steinfundament bis dahin. 200 Meter minus 6. Oh, das wird schlimm werden. Ja, vielen lieben Dank. Der Abschnitt wird brutal. Minus 6% bis plus 6, je nachdem, wo man fahrt. Solange du auf Deutsch schreibst, verstehe ich dich. Bisschen auf Englisch, aber ansonsten verstehe ich dich nicht. Dann haben wir hier die Linkskurve. Wie macht man am schnellsten Geld mit Cheats? Ansonsten, also hier auf ehrliche Art und Weise Geld zu machen, ist im Multiplayer. Aber ich, also ich für mich, das ist eigentlich gar kein Ziel. Also der Spaß ist ein bisschen am Bauen und am ruhigen Rumfahren und die Strecke genießen, die man dann baut hat. Wo man dann weiß, man hat zigtausend Nerven verloren. Viel sogar besser, wenn man nicht so schnell zur letzten Industrie kommt, weil dann ist halt irgendwie der Dampf draußen. Was? Du hast ein Spiel mit Steam. Vadim,
Ich habe gerade so keine Ahnung, auf was du raus bist. Was, ja, kriegst du da bei Steam? Ach so. Also Ravers Online hat's da bei Steam, ja. Oh nein, eine Frage. Also, Robber, stell deine Fragen. Ich bin offen für fast alles. Ich habe so eine Vermutung, dass ich hier zu hoch bin. Ich bin weiter unten. Hier den Radius mache. Da sieht man was Lustiges oder Spannendes. Baue hier halt gemütlich vor mich hin. Also wenn das für dich nicht passt, dann schauen wir mal was anderes. Bei Ravers Online braucht man Geduld. Gewillt, hier noch ein bisschen weiter nach unten zu gehen. Winkel her, minus 160. Lustig wird die Fahrt hier nach unten. Also das gerade mit dem Radiotester. Das war bei minus 140. Oh, ich glaube, wir brauchen hier eine enger werdende Kurve. 120, das ist immer hier drin. Ja, wir brauchen hier. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber wir brauchen eine enger werdende Kurve. Machen, machen wir hier noch mal eine kurze eine gerade. Ja. Ciao, Flopper. Schönen Abend dir. Ja. So, erstmal eine gerade. Minus 6,5 heute ist. So ein enger werdende Kurve. Mann, das habe ich schöner hinkriegt. Ja, danke schön. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier mit den Entgleisungen dann besser wird, nachdem die Kurven viel sauberer sind. Aber dafür werden wir halt das Leistungsproblem haben. Kann ich da bitte wieder nach oben? Ich würde es gerne sehen, was ich hier baue. So, Steinfundament fühlt sich halt irgendwie an wie Cheaten. Ich meine, es sieht ja echt nicht so schlecht aus, aber trotzdem. Vor allem, wie kriege ich da vorne wieder die Rechtskurve hin für die Brücke?
Passt es eigentlich wieder einigermaßen? Boah, ich glaube, wenn wir jetzt ab hier gerade fahren und dann eine Rechtskurve machen, dann glaube ich, kriegen wir es gerade direkt hin. Schätze, sind die Loks und Anzahl der Hänger. Ja, auf jeden Fall. Und bei minus 5,5. Hätten wir jetzt hier mal wieder die Gerade. Dann wäre das die erste schlechte Kurve auf der ganzen Strecke, weil sie enger werden ist. Die Frage, kriegen wir jetzt hier den Übergang sauber hin? Ich gerade mal mit dem Maximum mit 100. Ja, leider nicht so sauber, wie ich mir das dachte. Hat die Das könnte aber gut werden. Ich gehe mal mit der klassischen Holzbrücke drüber. Ja, wir kommen leider nicht da an, wo ich eigentlich ankommen wollte. Moment mal, wo komme ich denn da hin, wenn ich da gar keinen Steig drin habe? Passt ja mal so gar nicht. Nope, wir müssen hier irgendwie hinkommen. Nee, das passt gar nicht. Wir brauchen einen ganz anderen Winkel hier hinten. Oh, wie kriege ich denn das hin? Kann ich mir irgendwie das gerade Stück gerade schmieren? Da kann ich ja gerade direkt oder wobei. Gerade Stück nur ganz kurz mache. Aber das wird vermutlich nicht ausreichen. Spiel. So, Radius 100. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Wobei, Moment mal. Ich bin da mit dem Gefälle nicht mitgegangen. Was war das jetzt für Gefälle? Minus 3, minus 5. Jetzt die Kurve. Geht das? Das ist halt nicht der Punkt, wo ich die Brücke gerne starten lassen würde. Anders komme ich nicht sauber drüber. Ja.
Zweiter Anlauf. Komm, Brücke. Ich das jetzt weiterfahre. Wir müssen ja hier dann runter. Das sind wir sogar mit den Schienen zu tief. Einfach mal zum Gucken mal Sinn. Ich baue das mal hier temporär. Es ist jetzt ein Radius von 100 durchzogen. Und dann kommen wir hier oben raus. Also ich weiß, dass wir in der Staffel davor hier raufkommen sind, eine enge Kurve gemacht haben und ungefähr ab hier dann rüber sind. Aber Radius 100 geht ja hier irgendwie gar nicht. Da müsste ich hier viel enger fahren. Ich meine, ich könnte schon sagen, dass ich sage, wir machen einen kleinen Radius, also wie 100. Aber dann dürfen hier die großen Loks nicht fahren. Dann sag mal, hier fahren dann einfach die Gebirgslokomotiven, beziehungsweise die mit Getriebe. Aber, also heißt er beispielsweise. Aber ich glaube, ich muss hier einfach wirklich mit einem engeren Radius fahren. Ich weiß nicht, wie ich das sonst schöner hinkriege. 100, das wäre so der Radius für die großen Loks, aber sieht das jetzt irgendwie als unmöglich an, damit maximal 100 fahren. Das geht sich einfach überhaupt nicht aus. Ich wüsste nicht wie. Könnten es dann hier mit 80 probieren. Schaut, ob wir hier die Brücke irgendwie schöner hinkriegen. So als Idee. Also im Chat hat jemand eine bessere Idee, die wir machen könnten, aber ich glaube, das ist jetzt mit 100 hier ausgereizt. Da kommen wir einfach hier hinten nicht weiter. Wenn wir dann hier oben sind, aber wir müssen hier unten irgendwie enden. Spannend. Okay. Na gut, Leute, ich mache mal ganz kurz eine Pause, so 5-6 Minuten und dann komme ich gleich wieder. Währenddessen gibt es für euch Country-Musik. Ich bin gleich wieder da. Und wenn ihr zwischendrin Ideen habt für das kleine Problem, was wir jetzt hier haben, gerne in den Chat schreiben. Also, bis gleich. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.